Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Ist schon eine Weile her gewesen, aber darum geht es nicht. Es geht jetzt nämlich darum, dass wir Spaß haben mit diesem Spiel und mit diesem Automaten, ja. Ich packe mal mein ganzes Geld rein und dann werden wir mal schauen, was wir in dieser Welt alles bekommen können. Und nicht wundern, das ist jede Folge so gewesen. Ich habe es erst jetzt richtig gecheckt, dass... Oh, ein blauer Eimer, okay. Meine Audio ist leicht immer noch verzögert. Normalerweise ist es irgendwie so zwei, drei Sekunden verzögert. Ich habe es aber ich habe nämlich ein Delay reingepackt, nur wäre es auf meine Stimme. Und trotzdem ist es noch so vielleicht nur eine Sekunde irgendwie verzögert. Das kann ich nicht ändern. Oh, Monty Marvel, das sieht cool aus. Darauf freue ich mich. Deshalb tut mir leid, falls ich manchmal irgendwie asynchron mitsinge. Aber ja, rosa Blumentopf, das sieht auch ganz nice aus. Lila Springblume, okay. Blumenbild, alles klar. Grüner Kürbis. Grüner Blumentopf. Lila Blumenbeet. Und wieder ist alles das gleiche. Grüne Kaffeesahne. Hey. Ach, es ist alles das gleiche. Meine Güte, das gibt's doch nicht. Vollständig, juhu. So. Das Ding war auch, dass ich viele Probleme hatte. Oh, bitte sag mir nicht, man hört das im Hintergrund. Egal, ich rede jetzt drüber. Ja, dass ich viele Probleme hatte. Warte, womit fange ich an? Komm, machen wir dieses schreckliche Level zuerst. 4:30, okay. Dass ich viele Probleme hatte, zum Beispiel, die Lust mir auch zu geben oder zum Beispiel, ja, Aufnahme auch allgemein Problem, weil ich nicht viel Platz hatte und auch allgemein, im Real Life auch nicht viel Platz hatte, so. Auch noch was. So, schnell Beeilung. Ach so, das war das. Stimmt. Ah, ich dachte gerade, das kommt dieses Match Yoshi. Warum auch immer. Was ist los bei mir? So, hier müssen wir aufpassen. Wir müssen nämlich nach drei. Hä? Wie schieße ich den ab? Ja, das. Oh, da kommt. Ah, da kommt. No! Wehe. Alter. Oh Gott. Okay, zweites irgendwo hier. Oder? Also ich hatte zum Beispiel Probleme mit, wo soll ich mein TV hinsetzen? Also ich musste mich immer mitten im Raum setzen. Die letzten Folgen habe ich alle mitten in meinem Raum gemacht. Was? Irgendwas? Keine Ahnung. Aber jetzt habe ich eine andere Lösung. Ich drehe einfach nur meinen Stuhl, drehe meinen Bildschirm und dann sehe ich so... Alles so schräg, fast gerade sogar. Also von daher passt das eigentlich ziemlich. So, ich habe Angst, dass ich so langsam den zweiten Pucci verpasse. Das wäre nämlich nicht so nice. Persönlich finde ich das jetzt nicht so. Nicht so. Vielleicht hier im Vordergrund wär fies. Oh. Da ist er. Was? Mann, das Aimen in diesem Spiel! Das regt mich immer noch auf. Aber ich habe ihn, bitte. Yes, habe ich ihn. Nice. Okay. Und, Problem mit meinem Speicherplatz. Einfach zu der zweiten, zur zweiten Festplatte wechseln. Wo war das Problem? Dass, ich, zu faul war. Ja, ich war einfach zu faul. So, aber das hier ist anscheinend einfacher, als ich dachte. Ja, ich dachte wirklich, das wird jetzt hier ein Akt, aber nee, wird's nicht. Wir werden heute noch in eine neue Welt gelangen. Das kann ich euch sagen. Das werde ich heute noch machen. Wir werden jetzt aber erstmal diese Welt 100% abschließen. Ich will das nämlich jetzt immer machen. Erstmal in einer Welt alle Level spielen. Und danach 100% abschließen. Dann kommen wir erst zur nächsten Welt. Damit ich nicht Backtracking machen tun muss, ja. Würde ich mir dann mit einer Welt komplett durch sein. Ich meine, wenn man dieses Spiel kein Backtracking braucht, also zumindest nach den ersten paar Welten, gibt es keinen Grund, also gibt es zumindest kein Hindernis, was dir verhindert, dass du die Welten alle sofort in einem 100% machen kannst. Von daher mache ich das. Kacke, ich glaube, ich habe den letzten übersehen, oder? Obwohl, ich muss ihn ja Bellen hören.
Ich hoffe, man hört mein Spiel nicht. Das weiß ich gerade nicht. Das habe ich ja nie angeguckt. Das war das Einzige, was ich nie angeguckt habe. Oh Mann. Ich muss jetzt genau hören. Wo ist denn der Dritte? Außerdem, wie vielleicht viele von euch wissen, habe ich 3 Wochen nach, also nach meinen 2 wichtigen Ferien. Oh, hier ist Ambo. Hier ist Ambo. Scheiße. Nein. Nein. Oh mein. Oh mein. Oh mein Gott, das war knapp. Nach meinen 2-wöchigen Ferien, Osterferien, hatte ich 3-wöchiges Praktikum. Ja. Das hat mir meine Freizeit geraubt und deshalb habe ich die letzten 3 Wochen keine Videos hochgeladen. Aber ich komme so langsam rein. Erstmal mache ich so Streams und dann komme ich so langsam wieder rein mit Videos. Ja. Ich werde es wieder versuchen, mehr zu machen. Ist bitte das Ziel? Alter, ich habe noch eine halbe Minute. Ich muss jetzt ins Ziel, hallo? Ist das Ziel hier? Please, Ziel. Ziel. Oh, Ziel. Nice. Alright. Das ging einfacher als ich dachte. So, ich muss jetzt mal so wirklich wieder ins Video machen reinkommen und was auch immer, ne? Weil Stream ist ja easy, du drückst auf den Knopf und dann bist du einfach live, dann kannst du live alles spielen, aber Videos machen ist etwas anders. Deshalb gibt es auch viele Streamer. Aber ja, ich mache YouTube-Videos. Nicht nur Streamer, auch YouTube-Videos. So, 3 Minuten lang habe ich Zeit, hier alle 3 Pushy-Pups zu finden. Ich nehme jetzt schon circa 7 Minuten auf, also ja, ganz okay. So, ich hoffe, ich komme noch in die neue Welt. Ich muss auch das hier machen und dann muss ich noch die ganzen Items suchen, aber das werde ich ja für mich rausschneiden, weil das ist ja langweilig. Wow, 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 wow. Von hinten ist es ja schwer, finde ich. So, okay. Ich muss hören. So, weil ich jetzt schon angefangen habe, über Praktikum zu reden, kann ich ja eigentlich weitermachen. Es gibt bestimmt Leute, die würde das interessieren. So, wo hast du ein Praktikum und wie war es? So war es halt. Oh, Chris nimmt gerade auch, das tun auch. Okay, nice. Da ist der Erste. Alter. Wo ist hin? Achso, ich dachte, ich habe jetzt verkackt, aber das ist gewollt. Yes, okay, tut mir leid. Ich war bei einem Spielwarenladen und habe. Alter, was habe ich gemacht? Ich habe Regale aufgeräumt, ich habe die Ketten verändert. Weil das war halt wirklich seltsam dort. Die meisten Etiketten waren einfach komplett falsch und. Oh, boah. Das ist so weird, wenn man sich daran zurückerinnert. Einfach so viel Mist. Da war halt alles umgeordnet, was immer. Seit ich und die anderen Praktikanten, die hatten halt wirklich viele. 3 aus meiner Schule und noch 3 weitere. Ja. Und natürlich auch nicht ich. Also es waren schon viele Praktikanten. Und seit wir da sind, also ich und 3 weitere aus meiner Schule, die hat nämlich auch noch 3-wöchige Praktikum, das war ja so ein Schulding, das unser ganzes Jahrgang das machen musste. Seit wir da waren, ist einfach aufgeräumt. Sonst war immer alles so durcheinander. Ich hoffe, die kriegen das in den Griff. Tut mir schon langsam leid. Was? Da bellt irgendjemand. Hier. Nein! 3 Minuten. Oh, lol. Ich hab mich gerade gewundert, wo war der? Oh, lol. Okay. Yeah. Jetzt konnte ich zumindest mal ein wenig Storytime in meine Videos bringen. Das ist doch auch ganz nice. Yeah. Hört mein A-Knopf. Ist das nicht super?
Das ist cool, wenn man nur so ein kleiner YouTuber ist und man kann auch so ganz viel Blödsinn machen in seinen Videos. Weil sonst muss er ja ganz ernst bleiben. Wie immer. So, hallo! Ich brauche Utensilien, aber wo waren die noch gleich? Ah ja, Origami-Karten. Los geht's! Ich benötige ein Vetterschild. Das findet man auf der Rückseite eines Gebiets mit blühenden Blumen. Das haben wir gesehen, das war direkt hier. Na, des Endes des Levels gibt es das nämlich hier im Hintergrund. Ich habe es nämlich gesehen, wollte es auch eigentlich ansprechen, aber dann dachte ich mir, wozu ansprechen? Es ist ein schönes Spiel, das wissen wir alle. Aber hey, jetzt konnte ich es ansprechen. Sieht schön aus. Ja. Yeah. Bitte hast du nicht so viele Quests. Juhu, gefunden, danke. Doch. Blumen zaubern jedem ein Lächeln auf das Gesicht. Wenn jemand traurig ist, schenkt man einfach Blumen. Und ich will noch eine Blume haben. Ich will nämlich ich kann dir noch eine Blume geben, meine ich. Ich möchte 6 Kohl haben. Ich sage nur Rückseite eines Gebiets mit einem großen Monty Marvel. 6 davon. Wo war das? 6 Kohl. Müsste das hier gewesen sein? Oh. Das wird eine Challenge, aber okay. Versuche ich's mal. Yeah. Zack, zack und zack, 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 zack. Da war alle. Ich dachte gerade noch, nee, das schaffe ich nicht mehr. Aber die letzten beiden waren so gesehen eigentlich direkt nebeneinander. Das war gar nicht mal so schwer. Also ja, gegen Ende hin kamen da nur 2 und ansonsten sind die meisten so Mitte und vorne. Ja, ist nicht so schwer, will ich damit sagen. Ich lese das jetzt nicht mehr vor, weil das haben wir schon so oft gelesen. Ich brauche das nicht eigentlich nicht mehr lesen, denke ich mal. Ich habe noch eine Bitte. Ich brauche ein Flaschenhaus. Dieses süße Haus stand noch nirgendwo, wo es viele Blumen, blühende Blumen gibt. Das wäre wo? Hier. Im Vordergrund. Warum ist das so... ohne Farbe. Naja, egal. Danach werde ich dann mal suchen gehen. Relativ am Anfang, würde ich sagen, kann man das finden. Und zwar ist es, denke ich mal, das hier. Ja, yep, das ist okay. Ja, das war auch nicht schwer. Die einzige Schwierigkeit ist halt zu wissen, wie es aussieht. Aber von der Form her, das war ja so eine einzigartige Form, die sollte man eigentlich finden. Also von daher weiß ich nicht, ich finde es einfach. Können wir zur nächsten Welt? Hast du genug? Was ist das jetzt? Please? Ah, nee, noch was. Ich brauche eine Rübe. Zu finden, wenn man sich mit einem großen Monty Marvel anlegt. Was? Mit einem großen Monty Marvel? Also hier? Oh, hier irgendwo. Da werde ich da mal nachsuchen gehen. Juhu. So, ab hier geht es los mit diesen großen Montys. Die gibt es ja erst am Ende des Levels, das ist ja so gegen Ende des Levels jetzt schon. Und ich sehe es. Yay, was ich noch nicht gesagt habe, ist, dass ich mit dem kleinen Puffy spiele, mit dem kleinen Pufferfisch. Und mit dem orangen Yoshi. Ich glaube, nächste Folge wird die letzte Folge, wo ich. Nächste Folge zeige ich schon die letzte Yoshi-Farbe, die ich noch nicht gezeigt habe. In dieser Folge den orangen und nächste Folge. Das ist einfach überraschend, ich sag's jetzt noch nicht. Das sind eher, denke ich mal, alle schon. 5 Schmetterlinge. Oh, ich hab keine Lust auf alles. Schmetterlinge findet man oft in der Nähe, in blühender Blumen. 5 Stück. Dann sehen wir uns, wenn ich alle hab. Piu, piu, piu. Oh, da war einer? Den habe ich gar nicht gesehen. Oh, das ist blöd. Ich wollte jetzt gerade so ein cooles Piu-Piu machen, aber okay. Ist das dein Ernst? Okay, das war sogar noch härter versteckt als das andere. Oh, ich habe jetzt 10 Minuten oder so nach dem Ding gesucht. Ja, okay, nicht 10 Minuten, sondern 5 Minuten. Aber insgesamt gebe ich jetzt schon 10 Minuten auf. Und es ist so ein Pain. Bitte sag mir, es war's jetzt. Bitte. Komm schon, der arme Jolli, die Orange hat sogar schon sein Kostüm verloren. Ein Radieschen. Die Rückseite eines Gebiets in einem großen. Oh, da war ich doch schon. Was soll ich da nochmal hin? Ah!
Okay, es war hier. Aber wo war hier bitte ein großer Monty Maulwurf? Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, gibt es überhaupt noch auf der Rückseite einen großen Monty Maulwurf? Nein, gibt es nicht. Warum sagt das Spiel dann, ja, da wo ein großer Monty Maulwurf ist auf der Rückseite? Ich habe überall geguckt, es war nirgendwo einer. Das hat mich frustriert. Ich habe vor allem so dieses Level hier, das geht irgendwie, weiß ich nicht, das geht 4-5 Minuten. Och, das hat mich jetzt so aufgeregt. Ich hab's zufällig noch im Hintergrund gesehen gerade. Oh Gott, bitte lass es. Ich will eine neue Welt, einen coolen neuen Level genießen und nicht mehr deine Arbeit machen. Oh, danke. Hui, 100%! Zum Glück sind jede Folge 30 Minuten, also sonst hätte ich niemals schaffen können, alles. So, und ich entscheide mich dazu, bei dieser großen Map erstmal nach unten zu gehen, dann nach oben und dann durch die Mitte. So habe ich mich jetzt entschieden. Und let's go. Uff, ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur 15 Glänzerblumen. 15, du. Die habe ich locker. Das ist nicht viel. Das ist easy. Jum. Danke, es geht mir schon viel besser. Ui, es wird eine zuckersüße Welt, denke ich mal. Märchenbuchland, herzlich willkommen. Was, Märchenbuchland? Okay, ich habe jetzt eigentlich sowas wie Schokolade und Cupcakes und so erwartet, aber Märchen? Okay. Flauschemobile ist das erste Level, das wir heute noch machen werden. Aber ich werde kurz mein Outfit ändern, weil ich habe keins mehr, ich habe es verloren. Wie auch immer. Irgendwas Süßes, irgendwas, was man essen kann vielleicht als Outfit. Das wäre doch nice, oder? Was hätten wir denn da so? Und vielleicht sowas. Ui. Ui, ich glaube. Ja, ich glaube, ich nehme das Blumenbeet. Ich nehme das. Das sieht süß aus irgendwie. Flauschemobile. Bitte gibt es jetzt coole Level, die mich davon ablenken, dass ich gerade wieder leiden musste und eine Welt 100% musste. Okay, es ist keine Welt, es ist mehr so wie eine Ebene, aber was auch immer, keine Ahnung. Also sonst hätte der Spiel irgendwie 30 Welten und jede Welt hat nur so 2 oder 3 Level. Diese softe Version. Die Dinger, die hat man zuletzt in Yoshi's Woolly World gesehen. Schön, dass die auch wieder da sind. Also zuletzt in Yoshi's Woolly World, das war ja das letzte Yoshi-Spiel eigentlich, aber... Ja, keine Ahnung, nicht. Ja, egal. Ich wollte nur sagen, dass wir in diesem Spiel noch gar nicht gesehen haben, die Dinger. Ich will die ganze Zeit im Hintergrund achten, aber... Ist ja nicht wichtig, weil wir suchen ja noch nichts. Es geht jetzt wieder um 100%, das muss ich wieder üben. 100% zu suchen oder halt zu machen oder was auch immer, ja. So, hier ist das Rätsel. Da drauf stehen, damit das hier hochgeht, damit wir hier hochkommen. Geil! Was, hier oben kann man stehen? Oh! Oh, das war wichtig. Oh, das war wirklich wichtig. Oh, einen Red Coin, den hätte ich jetzt verloren. Ja. Oder halt vergessen oder was auch immer. Ich kann mal runter. Ah, hier kann man runter. Aua, das hat wehgetan. Hier geht's weiter. Ja gut. Ich muss erstmal auf das Level klarkommen gerade. Ich will nichts verpassen oder sonst was. Hallo? Nach oben. Ja, danke schön. So, da vorne ist ein Fly Guy. Da brauche ich erstmal irgendwas zum Abschießen. Sowas nennt sich eigentlich Eier. Was bist du denn? Und da im Hintergrund war noch so ein Ding. Wow, oh nein, ich will mein Dings nicht verlieren. Wie besiege ich den? Ach, den kann ich gar nicht aufnehmen. Ja, warte. Kann ich mal kurz noch zurückgehen und mir ein paar Scheigels holen? Kann ich. Ach, was soll denn das? Wenn mein Auftritt kaputt geht, dann restart ich das Level neu. Ganz ehrlich, da meine ich mit. Hier hochstehen, damit ich hier schnell nach oben kann. So, Shy Guys, ich will nochmal zurückgehen. Da waren noch Sachen. Oh, die Dinger, die haben wir zuletzt in irgendeinem Yoshi Island Spiel gesehen, glaube ich, oder? Kann das sein? Die Dinger haben sich aber auch schon verändert. Die 3D-Verwandlung, die sieht schon etwas
seltsam aus, vor allem wenn sie ihr Gesicht so drehen. Aber okay, ich habe die, ja, ich habe das Spiel ja nicht gemacht. So, das sollte jetzt reichen. Ich gehe zu ihr zurück. Wir wollen ja alles sammeln, alles und 100%, ja. So, angefangen mit hier vorne. Angefangen mit hier vorne. Bam. So, das war ein Red Coin. Und hier unten. Zack. Hui, Münzen. Ja, das waren nur Münzen. Naja, immerhin. Habe ich das jetzt auch noch gesehen? Aber es ist auch nur Münzen. Nee, das sind nicht normale Münzen. Oh lol. Hätte ich die jetzt übersehen, dann wäre ich böse gewesen. Zack. Eine Blume. Die war es wert. Dies ist sogar die erste. Heißt bisher nichts verpasst. So, was bist du denn für ein Oschi, du? Was bist du für einer? Ein süßer kleiner. Bam. Blum. So, jetzt bin ich wieder voll geheilt. Und gucken uns weiter um. War da nicht im Hintergrund noch was? Nee. Man muss auch im Hintergrund achten, weil es kann ja auch sein, dass im Hintergrund irgendwelche Geschenke sind, die da rumlauern und sich da verstecken, die Geschenke. Das kennt ihr alles. Nichts? Warum ist hier nichts? Oder vielleicht kommt ja erst was, wenn ich hier raufschieße. Ja, falls ihr jetzt meine Hunde hört oder irgendwelche Kinder draußen, ja, meine Hunde bellen, weil Kinder draußen sind und laut sind. Ist blöd, ne? Ich habe mir das ja nicht ausgesucht, wo ich wohne. Da bin ich noch zu jung für. Noch. In ein paar Jahren. Ich immer noch Let's Plays machen. Und da werde ich dann endlich in meiner Wohnung wohnen. Oder in meinem Haus wohnen. Kommt drauf an. Und dann, ja, dann werde ich darauf achten, dass es nicht so krass laut ist. So, und jetzt habe ich Angst. Dieses Minigame. Und ich habe es schon verkackt, glaube ich, oder? Bitte sag mir nicht, das war irgendwas wert. Bitte sag mir nicht, das war eine Blume oder so wert. Das kann gut eine Blume wert gewesen sein. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Schon so lange her! Ein Monat! Als ich das Spiel gespielt habe, kann das sein? Kann das sein? Kann das sein? Nee, ich glaube, das war wirklich so ein Monat her, als ich das Spiel gespielt habe. Wow. Nicht so nice! Münzen überall. Vielleicht kriege ich ja eine Blume, wenn ich alle einsammle. Man kann ja mal hoffen, ne? Man kann es ja mal versuchen. Passiert nichts. Okay. Oha. Hier ist auch nichts. Hm. Sicher, dass hier nichts ist? Vielleicht hier in der Mitte? Nee? Hm. Ich kriege immer ganz Flashbacks zu Woody World, weil da gab es ja auch solche Dinger. Aber da konnte man auch immer abschießen, seine eigenen Brücken machen, also seine eigenen Plattformen machen und da war eigentlich auch fast immer irgendein unsichtbarer Flatter, aber ja, hier anscheinend nicht. So, hier kann man lang, wenn man das abschießt. Oh, oh. Das hat sich natürlich gelohnt. Finde ich doch schön und nett und super. Was? Wir fehlen zwei? Kann ich zumindest die Red Royal, die Red Coins haben? Ja gut, die werde ich wahrscheinlich auch nicht haben, wenn mit zwei fehlen. Zwei Blumen. In den alten Yoshi-Spielen war das immer dieser AIDS, das. Und zumindest in dem. Ja doch. Es wurde von Yoshi-Spiel zu Yoshi-Spiel immer einfacher, alles einzusammeln, weil sonst war es immer so, ja, hast du eine Sache nicht gehabt? Oh, musst du alles neu sammeln. Ja, das ist mir egal, so weißt du. Zum Glück haben die das geändert, weil das frustriert halt nur. Und das ist doof. Okay, das ist das normale. Münze, hier oben ist vielleicht noch was. Ach, da muss ich sogar lang, oder? Geht's hier weiter? Kann sein. Nein! Du sparst Betrug. Drehen wir kurz eine extra Runde. Juhu. Wo mir zwei Blumen fehlen. Und nicht. Die Folge noch länger machen werde. Ich weiß wirklich nicht, wie lang sie ist. Ich mache jetzt das Level noch fertig in dieser Folge. 100% und dann, ja. Mir egal. Keine Ahnung.
Okay. Krieg zumindest die anderen Blumen noch. Mir fehlen jetzt 3 Blumen, ey. So. Okay, was muss ich hier machen? Da! Nein, da? Nein, da? Nein, da? Was zum Teufel? Wo war der? Oh, ich hab das schon so verkackt. Ich sag dazu nichts mehr. Das ist einfach nur lächerlich und lame. Mich regt das auch nur noch auf. Also, ich weiß nicht, ob das nur ich bin, aber irgendwie habe ich noch nie so ein Spiel gespielt, wo mich das wirklich, also so wirklich, wirklich bei jedem einzelnen Level aufregt, die 100% zu sammeln. Aber ich will es machen, weil ich will 100% Let's Play haben. Ich will das Spiel komplettieren und dann habe ich es durch, weißt du? Aber ich habe noch nie so ein Spiel gespielt, wo mich das so aufregt. Und ich mich am liebsten sofort darum kümmern möchte, dass ich die nochmal versuchen kann. Aber nö. Nö, ich darf die nicht nochmal versuchen. Das ist so nervig. Das ist... Alter. So nervig. Ich wollte auch noch einen anderen Kritikpunkt ansprechen, aber ich habe vergessen, welcher es war. Das war irgendwas mit dem... Match Levels, glaube ich, oder? Ach so, ja, das. Oder? Nein, ich weiß es nicht mehr. Was ich auf jeden Fall jetzt versuchen will, ist das da oben fertig zu kriegen. Weil, wenn ich Glück habe, sind dann jetzt noch 5 Red Coins. Werden da eh nicht sein, aber hey. Man weiß ja nie. Richtig? Och man. Spawn die Dinger nochmal. Ach, ich hab so verkackt. Ich hab so hart reingeschissen. Das Level einfach kacke ist, du. Das ist einfach kacke. Ja, keine Ahnung, ob ich nur bin, aber ich weiß nicht. Ich bin auch kurz davor zu sagen, dass das Spiel auch wirklich den Preis von 50 Euro und nicht 60 Euro Vollpreis auch irgendwie verdient hat, so. Weißt du, weil es... Und du willst das Spiel eigentlich halt auch wirklich versuchen, 100% zu spielen. Also zumindest finde ich das immer so. Die meisten, die spielen natürlich casual, die spielen nur so durch, sammeln das, was sie halt kriegen. Für die ist das hier in Ordnung. So 3 von 8 Blumen, denken sie so, ja, okay, immerhin ein paar. Aber ich bin jemand, ja, wenn ich ein Spiel spiele, dann will ich das auch 100% haben. Ich will da alles haben, ich will da die komplette, die volle Experience haben, ja. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie nachvollziehen kann oder nicht. Oder ob ich jetzt gerade nur Müll laber. Aber ja. Oh Gott. Das einzige, was. Momentan das einzige, was ich Positives sagen kann zum Spiel, ist, dass es schön aussieht. Ansonsten frustriert es. Wir sehen uns. Wenn man hier nach links geht, dann würde man hier oben diese Passage sehen. Und hier unten gibt es nämlich was. Wie komme ich denn? So, ne? Das hier ist nämlich die zweite. Wo die dritte ist, das wissen wir alle. Wir wissen auch alle, wie gut ich mir Sachen merken kann, immer innerhalb von Sekunden. Aber das hätte ich auch wirklich nicht erwartet. Ich dachte, ich muss das alles abschießen oder wieso. Hier ist das, ne? Oder ist es? Ne, das hier ist es nicht. Aber das mache ich auch mal eben. Will mal gucken, ob ich das schaffe. Und ansonsten sehen wir uns gleich beim anderen Ort wieder. Hier will ich zeigen, hier gibt's nichts für. Doch! Was? Warte, was? Da gab's was für. Trotzdem, mir fehlen rote Münzen. Ein Moment, was? Wo sind die letzten 5 Münzen? Oh nein! Ach ja, was ich auch noch zeigen wollte, wenn man hier nach unten drückt, dann sieht es halt wirklich so aus, weil wir so ein kleines Blumenbild in einer Box drin, ja. So, aufpassen. Der ist rechts.
heißt, der ist hier links. Oder nicht? Ich hab das selber jetzt angehen, es nochmal neu machen, weil ich anscheinend doch noch zu blöd bin, um das zu checken. Ist das gerade euer Ernst? Warte, kann ich zumindest genug Scheigeist haben, dann vielleicht jetzt was nochmal, ist mir egal, einfach genug Eier haben. Wo mein Ding kaputt geht und damit ich gucken kann, was eigentlich in der letzten Platte, das wir gesehen haben. Wunderbar. Ich brauche auf jeden Fall nach diesem Video eine Pause von dem Spiel. Mal wieder. Aber nicht eine Monatpause, nur ein paar Tage. Als ob. Hier wären alle gewesen. Nee, mir fehlen immer noch zwei. Dieses Spiel. Ich kann es einfach nicht glauben. Dieses Spiel raubt mir den letzten Nerv. Bin das nur ich? Oh, die Folge wird bestimmt schon wieder so lang. Kann das sein? Warte, hier ist noch was. Ach so, das hatte ich schon. Ja. Wir sehen uns irgendwann in 10 Jahren. Wenn ich mich dann noch so umentscheide, ja, kein Bock mehr auf das Spiel. Doch kein Let's Play mehr. Really? Man konnte hier nach oben springen und dann gibt's hier oben Münzen. Und hier gibt's die letzten beiden. Ist das gerade deren Ernst? Dann habe ich zumindest die Red Coins. Ich habe nämlich gedacht, die würden jetzt richtige Qual sein. Aber nee, die habe ich dann jetzt. Jetzt heißt es nur noch die letzte Star Coin. Die auch ein Akt wird. Bin ich mir sicher. Werde ich es diesmal schaffen? Was? Oh, die haben mit mir gespielt. Ich dachte, das wäre halt ganz an der Seite. Aber nee, die zeigen nicht alle Wolken. Die zeigen nur so die mittleren. Alles klar, Leute. Dann haben wir das Level noch 100% machen können. Ich mache doch noch 100% weiter. Hehe. Ja, ich gönne mir erstmal eine Pause, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat es viel gefallen und ich würde sagen, schauen wir beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn es heißt Yoshi's Crafted. Wow! Juhu! Yeah! Kann das Spiel noch besser werden? Ich hoffe. Bisher ist in diesem Fall ist nämlich meine Meinung etwas gesunken. Hat man, glaube ich, gemerkt. Aber ihr seht, die rote Blumenabzeichen da oben, das, glaube ich, heißt, dass ich alles habe. Wie auch immer. Bis dann und ciao.